So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das letzte Mal haben wir die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza abgeschlossen und da wir damit jetzt erstmal keine Bonus-Episoden mehr zur Verfügung haben, machen wir doch mit dem Hauptspiel weiter. So, Level 9 sind wir erst. So, dann schauen wir mal, was wir heute für einen Job kriegen. Ah, ihr zwei. Lasst mich euch eure Aufgabe für heute mitteilen. Seht noch Jobs auf dem Job-Infobrett und dem Ganoven-Infobrett. Erledigt die aufgelisteten Jobs, das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht den Plagen entsagen, okay? Nun, wenn ihr verstanden habt, dann auf ans Werk. So, ich darf mich jetzt das erste Mal so richtig hier drin umsehen. Wir können hier nämlich auch mal hin und wieder ein bisschen was machen. Hier gibt es nämlich das Tagebuch von Sonflora. Hier steht etwas geschrieben. Dies ist das Tagebuch von Sonflora. Sollen wir einen Blick riskieren? Ja, natürlich. Total durchgeknallt. Auweia, Tagebuch von Sonflora. Eintrag 1. Total durchgeknallt. Auweia, erfreut euch kennenzulernen. Ich bin Sonflora, ein Lehrling der Gilde. Ig, aber das bedeutet ja, dass jemand außer mir mein Tagebuch liest. Doppel-Ig, riskiert da jemand einen Blick? Auweia, wie schrecklich, Ig. Total paranoid, finde ich. Alberner Krakilo. Auweia, Tagebuch von Sonflora, Eintrag 2. Auweia, dieses dumme Krakilo. Oh, er kann so zerstreut sein. Jeder weiß, dass man, wenn man einen Dungeon besiegt wird, einige Items und die Hälfte des Geldes verliert. Aber natürlich muss dieser dumme Krakilo all das vergessen und sich Hals über Kopf in den Dungeon stürzen. Das führte dazu, dass wir beide besiegt wurden. Also wurde ich auch zur Gilde zurückgeschickt. Ich, so frustrierend, auweia, ich will niemals mehr mit Krakilo in einen Dungeon betreten. PS, zwei neue Jungspunde haben sich der Gilde angeschlossen. Ich glaube, sie heißen Fliege und Kilian. Aber ja, sie sind beide bewundernswert. Hurra! Und das gleiche haben wir hier übrigens auch noch mit Bidizas Tagebuch. Hier steht etwas geschrieben. Das ist das Tagebuch von Bidiza. Ich gebe mein Bestes. Das Jawollja-Journal von Bidiza. Scheint schon ziemlich lange her zu sein, dass ich hier in dieser Gilde als Lehrling angenommen wurde. Es ist echt niederschmetternd, so schwerfällig und langsam zu sein. Jawohl, ja. Als ob ich das noch nicht wüsste. Ich bin ein langsamer Arbeiter und ich brauche länger als andere, um Dinge zu lernen. Wie vermisse ich meine Heimat und meine Leute? Jawohl, ja. Aber ich kann nicht das sein, was ich sein möchte, wenn ich mich jetzt geschlagen gebe. Nein, wirklich nicht, Menschenskind. Jawohl, ja, ich habe einen großen Traum. Ich werde sicher einmal ein erstklassiger Erkunder, jawohl, ja. Und deshalb habe ich mit diesem Tagebuch hier begonnen. Ich verwende es, um festzuhalten, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Jawohl, ja, morgen werde ich erhobenen Hauptes losziehen und die Dinge in Angriff nehmen. So, und da haben wir noch einen zweiten Eintrag. Unbeschwerte Zeit. Jawohl, ja, Menschenskind, ich bin glücklich. Oh, warum ich so unglaublich glücklich bin? Nun, endlich habe ich Junior-Mitglieder unter mir. Das ist ziemlich toll. Und die beiden sind so freundlich und nett. Ich bin so glücklich, jawohl, ja. Ich muss für meine neuen Freunde ein gutes Vorbild abgeben. Ich muss besser werden, jawohl, ja. Ja, ich fange gleich morgen damit an. Ich liebe solche kleinen Details in solchen Spielen. Dass man einfach die Sicht aus anderen Charakteren hin und wieder mal sieht. Was die so erleben. Hallo ihr beide, ich habe eure Tagebücher gelesen. So, Job-Infobrett, was haben wir denn? Das sind alle. Also wir haben zweimal Strandhöhle, zweimal Feuchtklippe. Okay, was haben wir hier? Eine Feuchtklippe. Oh, das ist sogar schon eine C-Mission. Ein Kleinstein muss ich festnehmen. Kleinstein kann böse sein, gerade für mich. Weiß nicht, ob ich die machen will. Die Belohnung ist geil, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so einen relativ starken Ganoven fassen kann, wenn ich erst Level 9 bin. Aber probieren tun wir es trotzdem mal. Dann schnappe ich mir die hier auch mal. Das ist eine D-Mission und hier haben wir auch noch eine D-Mission. Dann... Moment, was ist das hier eigentlich?
Ich muss nach einem Kabuto suchen und es steht nicht da, auf welcher Ebene. Okay. Da die Feuchtklippe sowieso nur 7 Ebenen hat, ja, muss er irgendwo zwischen E2 und E5 sein. Also E2, 3 oder 5, weil auf 4 und 6 habe ich ja andere Jobs. Naja, schauen wir uns doch einfach mal um und bereiten uns gut auf den Dungeon vor. Hey, hey, ihr begebt euch auf eine Erkundung. Eine Erkundung könnte beginnen, indem ihr diesen Weg entlang geht. Hey, hey. Hey, hey, seid vorsichtig. Hey, hey. Und wenn ihr auf ein Abenteuer aus seid, müsst ihr auf alles gefasst sein, was euch entgegentritt. So, wen haben wir denn hier? Hoffen und träumen, das ist... Ja, das ist toll, das ist Pandir. Und ich freue mich auf das, was er davor hat. Ah. Ahoi! Seid ihr auf dem Weg zum Strand? Nun... Auf eine Sache könntet ihr achten. Seit einiger Zeit werden Flaschen an den Strand gespült. Anscheinend ist in den Flaschen was drin. Wenn das für euch interessant klingt, solltet ihr am Strand nach Flaschen Ausschau halten. An den Strand gespülte Flaschen? Flaschen mit unbekanntem Inhalt? Ich bin neugierig. Anscheinend werden sie nur dann und wann angespült. Jedes Mal, wenn wir zum Strand gehen, können wir nach Flaschen suchen. Ja, können wir doch mal machen. Und hier liegt auch sogar eine. Hier ist eine Flasche. Sieht so aus, als sei da etwas drin. Möchtest du versuchen, es rauszuholen? Ja, natürlich. Eine weitere Mission für die Feuchtklippe ist da sogar drin. Wir müssen Anurid retten auf Ebene 5. Machen wir doch. Ausüben. Dann haben wir jetzt sogar 4 Jobs. Dann gehen wir doch ganz schnell mal hierher. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich gerade? 724, das nehmen wir doch mal alles mit. Gehen wir am Rückweg dann wieder ab. Und das Knogger-Dojo macht eh erst recht spät auf, wenn ich das soweit, wenn ich das richtig weiß. Hast du heute was Schönes? Naja, ich habe gehört, ihr habt den süßen Azure vor einem schrecklichen Ganoven gerettet. Dafür gebührt euch unser aufrichtiger Dank. So, was habt ihr denn? Ihr habt sogar 2 Belebersamen und 2 Gummis. Ja, anfangs brauche ich Belebersamen noch ein bisschen dringender. Und recht viel mehr kann ich mir eh noch nicht leisten gerade. So, dann lagern wir erstmal ein bisschen was. So, was können wir denn hier alles lagern? Die lasse ich mal dabei. Mal lagern, am Renner Piersiv. 2 Sinelbeeren reichen. Den Belebersamen nehme ich jetzt mal mit. Den Flairsamen nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn wir einen schwierigen Bosskampf haben, könnte der gerade lebensrettend sein. Hast du noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Hm. Gerade nichts, was wir wirklich brauchen könnten. So, einmal mal ganz kurz schauen. Ah, Dictri ist heute ja sogar da. Das Meer ist zu riesig. Er ist komisch, aber ich mag ihn. So. Dann Zwillig, du darfst den Rest von meinem Geld haben. Das war, glaube ich, dann alles, womit wir uns vorbereiten können. So, Reise darf gehen zur Feuchtklippe. Der Dungeon ist zwar jetzt nicht allzu schwer, aber wer weiß, was dieser Ganove da auf der 6. Ebene kann. Huch, da sind wir ja gleich mal ganz schön umzingelt.
Ja, Moment. Fliegi, du darfst jetzt auch deine anderen Attacken wieder einsetzen. Hier liegt Geld, das nehmen wir doch ganz gern mit. Da liegt ein Samen, ein Schlafsamen, sehr schön. Der könnte auch sehr nützlich sein. Hier haben wir noch ein Top-Elixier. Warum auch nicht? Moment, ich schaue mich hier nochmal ein kurzes Stück um. Nicht, dass hier noch einer dieser Jobs ist, die ich da noch machen muss. Ich habe da nämlich so ein komisches Gefühl bei diesem einen Job, bei dem, wo ich irgend so ein Anorith finden muss. War das, glaube ich. Ebene ist sowieso relativ klein und hier haben wir noch eine Sinelbeere. Können wir ja auch noch brauchen. Klippe U3, hier ist ein Kabuto. Ups. So, den können wir erstmal retten. Den Dungeon möchte ich noch nicht verlassen. Wir haben hier noch ein paar weitere Jobs. Apfel brauchen wir hier jetzt zwar höchstwahrscheinlich nicht, aber wer weiß, wer weiß. Eine Zielebene erreicht. Ach, Lebensula. Dann suchen wir mal nach unserem Klienten hier. Kleinkiesel. Härte dich so viel du willst. Gegen spezielle Attacken bringt dir das nichts. Naja, da ist doch ein Pokémon, das wir retten müssen. Das Staralili. So. Nein, den Dungeon möchte ich immer noch nicht verlassen. Wir haben ja immer noch ein bisschen was zu erledigen. Hier oben ist nichts. Dann auf zur Treppe. Ja, die darfst du jetzt mal kurz machen, Fliegi. Und Level 10. Und ich krieg die Donnerwelle. Sehr schön. So, Fliege erreicht Level 10. Zielebene erreicht. Ah ja, hier ist das Anorith, das wir hier retten müssen. Und dann schauen wir mal, ob wir uns den Ganoven jetzt stellen müssen. Also müssen wir sowieso. Kleinkiesel. Na dann schnappen wir uns den Ganoven mal. Da ist er nämlich schon direkt. Und weil ich mir bei dir jetzt echt nicht sicher bin, hier bitte, den darfst du erstmal essen. Moment, habe ich dann nicht noch. Lebensula. 24 Schaden, spinnst du? Lee, du dürftest ruhig mal wieder ein bisschen treffen. Wäre nicht schlecht. Nutzt mal wieder nur den Ruckzuck bitte. Nur den Biss bitte.
Solange der Lebensruhler da ist, brauche ich das eigentlich gar nicht probieren. Ich habe eh keine Attackenpunkte mehr drauf. So. Komm schon, Fliegi, hau ihn. Oh, zurückgeschreckt, das ist sehr schön. Au! Ja, aber er hat sich zumindest K.O. gehauen. Ja, den Dungeon möchte ich jetzt verlassen. Wir haben keine Jobs mehr. Das gute Finale und Explosion können einen nicht töten. Das zieht einem genau die Hälfte der übrigen KP ab. Vielen Dank für meine Rettung. Nehmt das Item Top Elixier als Ausdruck meines Dankes. So. Und 15 Erkunderrangpunkte. Das sind, glaube ich, eh unsere ersten, oder? Dann haben wir hier, ja, 150 und nochmal 15 Punkte. So, dann kriegen wir hier noch einen Schwarzgummi und 20 Erkunderrangpunkte. Und hier kriegen wir nochmal 150 Pucke und einen Belebersamen. Und 15 Erkunderrangpunkte. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 3x 15 und einmal 20, also insgesamt 65. Das heißt, da fehlen nur noch 35, bis wir in den Bronzerang kommen. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir uns auf den morgigen Tag wieder einen guten Tag, Leon. Gute Nacht. Kapitel 4, die Torwächter. Drei Kapitel haben wir jetzt schon abgeschlossen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Kian. Jap, ich will speichern. So. So. Okay, Pokémon. Zeit an die Arbeit zu gehen. Hey, ihr zwei! Wir brauchen eure Hilfe! Dick da, hier sind sie! Danke, Krakelo. Ihr beide übernehmt heute den Wachdienst. Tut mir leid, normalerweise ist der Wachdienst meine Aufgabe, aber heute hat mein Vater mir aufgetragen, die Infobretter zu aktualisieren. Also kann ich nicht auf meinem Posten sein. Es wäre toll, wenn heute jemand den Wachdienst für mich übernehmen könnte. Darum seid ihr hier. Bitte macht meinen Job gut. Tschüss. Das ist alles. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Warum hast du uns geholt? Halt die Klappe! Kein Gemurre mehr! Geht und tut eure Pflicht! Oh, mir tut der Kopf weh. Was sollen wir überhaupt tun? Klettert dieses Loch hinunter und haltet Wache. Ihr habt Wachdienst. Wachdienst? Richtig gehört. Wachdienst. Wir müssen vermeiden, dass zwielichtige Gestalten in die Gilde kommen. Also ist unter dem Gildeneingang eine Wache stationiert, die besuchende Pokémon überprüft. Als ihr zum ersten Mal kamt, wurden eure Fußabdrücke überprüft, oder? Mein Fußabdruck? Was? Flashback. Oh, ich weiß es wieder. Da war dieses seltsame Loch vor dem Eingang. Ich stand auf dem Gitter und jemand schrie von unten zu mir hoch. Ich bin richtig erschrocken. Okay, du willst also, dass wir in dieses Loch steigen und weiter? Der Tunnel da unten führt zum Wachposten. Dick, da wühlt sich durch bis zum Wachposten unter dem Gitter. Am Wachposten aus inspiziert Dick da die Fußabdrücke der Besucher und identifiziert sie und informiert mich. Ich entscheide dann, ob das Pokémon verdächtig ist oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, öffne ich das Tor. Alles in allem dienen wir so als die Torwächter der Gilde.
Also, ihr müsst nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und mir sagen, was für Pokémon sie sind. In Ordnung, verstanden? Verstanden. Gut, an die Arbeit! Und los, macht eure Sache gut! Ah, es ist stockdunkel hier drin. Wir müssen uns vorantasten. Tja, wir müssen uns langsam dem Wachposten nähern. Hey, da, ich sehe Licht. Alles klar! Habt ihr Position unter dem Gitter bezogen? Ja, wir sind auf Posten. Gut! Besuchende Pokémon werden auf das Gitter über den Wachposten treten. Identifiziert sie anhand des Fußabdrucks und informiert mich. Kapiert? Ja, verstanden. Gut, es kann losgehen.